und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich habe mich jetzt hochgeschlafen auf Level 65. Ich meine natürlich hochgelevelt habe ich mich, ja. Jetzt wollen wir das nochmal versuchen mit diesen blöden Fledermäusen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. In der Wiki steht übrigens nichts davon, dass man Level 65 braucht, um die zu zähmen, ja. Das ist, nicht so geil, wenn ich das mal sagen darf. So, jetzt gucken wir mal, ist der mit Level 9, ist der noch am Start? Level 39, Level 49, Level 9, na toll, der ist natürlich auch eingekreist von den ganzen anderen Viechern auch noch. Ganz klasse, okay. Dann müssen wir da jetzt ein bisschen vorsichtig vorgehen, würde ich sagen. Mein Vögelchen ist ja noch auf passiv gestellt. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwas Gefährliches rumfleucht an dem Strand. Es sieht aber nicht so aus, es sieht alles noch sehr gechillt. Oh, wartet mal, da ist noch eine Fledermaus. Schauen wir mal, welchen Level hat die denn? Level irgendwas mit 85. Alter Schwede, was für Monster laufen hier rum. So, ich hoffe, die sieht mich nicht. Sehen die mich? Sehen die mich? Sehen die mich? Nee, gut, sie sehen mich nicht. Alles klar. Dann nehmen wir mal, halt, Moment, wir nehmen mal schnell das Fleisch raus und das Zeug und ich reibe mich mal direkt damit ein. So, jetzt dampfe ich wieder, das heißt, ich rieche gut, ja. Grüner Dampf heißt, dass ich gut rieche. Der Dodorex is no more, ja, der ist mal wieder gespawnt, der alte Sack. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, jetzt versuchen wir das mal. Jetzt versuchen wir das mal richtig hier. You're cold. Ja, kann ja gar nicht sein. Lüge. Infame Lüge hier. So, jetzt, das wird jetzt schwierig. Das kann ich euch schon mal sagen. Das wird jetzt richtig scheiße. Ich muss ganz vorsichtig vorgehen. Oh Gott, diese Geräusche, die die machen. Wenn ich mich ducke vielleicht. Alter. Ich muss so viel zu nah ran, ey. Das ist doch scheiße schon wieder. Warte jetzt. Nein, nicht Steine aufsammeln. Scheißdreck. Mist. Ich drück die ganze Zeit. Ey, ich bin nicht weit genug. Ich bin nicht nah genug dran, glaube ich. Scheiße, ich muss noch. Ja. Nice. Oh, ich hoffe, die stürzen sich dann nicht alle auf den Onyx, wenn der dann gezähmt ist. Das wäre richtig scheiße. Das wäre richtig beschissen. Okay, wir müssen jetzt hier quasi diesen Rhythmus mitmachen, ja, diesen Flügelrhythmus. Irgendwie sieht das gerade aus wie Fledermaus-Aerobic von hinten, ich weiß auch nicht. Fehlt nur noch da vorne so ein Fernseher, ja, wo sie dann immer so im Takt die Flügel bewegen, ich weiß auch nicht. Warum hängen die eigentlich die ganze Zeit in der Luft rum und flattern? Das ist, irgendwie ist das doch sinnlos, oder? Ich meine, was ist das denn für ein Leben? Mal ehrlich jetzt. Wait until it's hungry again. Irgendwie glaube ich, dass das echt gefährlich ist, was ich hier gerade mache. Ich bin glaub... Was war das? Das war ein komisches Geräusch. Habt ihr das gehört? Ich habe irgendwie Angst, mich umzudrehen. Okay, ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir den Rest dieser Folge wohl aus dieser Perspektive ertragen müssen. Weil anders geht das anscheinend nicht. Ey, ich weiß es doch so... Ich weiß es doch jetzt schon. Sobald der gezähmt ist, werden die sich auf ihn stürzen. Die anderen. Weil, guck mal, da der Level 49er Onyx, der berührt den anderen ja schon, ja? Ich hätte vielleicht die anderen erstmal töten sollen. Boah, wie sie quietschen, ey, wie die Quietscheentchen. Wie lange muss ich denn da warten, bis das Scheißvieh wieder Hunger hat, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Level 9. Vor allem das Schlimme ist, wenn einer aggro wird, werden alle aggro. Das heißt, wenn der Level 49er daneben an aggro wird, weil der da gezähmt ist, dann werden die anderen auch alle aggro. Dann werden sie alle heiß. Alter, wer kreischt denn hier so? Das ist schon den ihr normaler Sound, oder? Das ist nicht irgendwie jetzt hier, weil die irgendwie gerade Schaden kriegen von irgendwas oder so. Also mit Level 65 funktioniert das schon mal mit dem Füttern. Das ist schon mal gut. Boah, bis das fertig ist, ey, verrottet mir mein ganzes Prime Meat. Ganz toll. Ganz klasse. Ah, jetzt. Muss schneller sein. Fuck. Das ist E-Spammen. Ja, ich hab's geschafft.
Man muss echt eh spammen, weil das immer nur so kurz aufleuchtet. Das ist quasi ein Quicktime-Event, ein sogenanntes. Wer hätte gedacht, dass es in Ark auch Quicktime-Events gibt? Weil ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Schritt näher auf ihn zugehe, dann wird er wieder aggro. Der kleine Schweinepriester. Deshalb bleibe ich jetzt lieber genau so und bewege mich nicht. Ich habe sowas von Angst, ey. Oh, hoffentlich. Hoffentlich. Ah, jetzt. Ja! Nice. Hoffentlich wird er dann nicht von den anderen gefressen, wenn der gezähmt wurde. Weil der hat keine Chance, glaube ich. Gegen die anderen, gegen Level 49 und gegen, keine Ahnung, der da vorne war, glaube ich, sogar irgendwie Level 90 oder so. Hat er, glaube ich, keine Chance. Ich hoffe, meinem Vogel geht's noch gut da hinten rechts. Ich sehe ihn nämlich gerade gar nicht, wegen der Sonne. Und auch wegen den ganzen Büschen, die davor sind, sehe ich ihn gerade nicht. Das sind schon die Geräusche der Fledermäuse, oder? Es ist nicht irgendwie das Geräusch von meinem Vogel, der gerade irgendwie gerade von irgendwas aufgefuttert wird. Weil der ist ja passiv, ne? Der wehrt sich ja auch nicht. Ah, ich kann wieder füttern, ich kann wieder füttern, ich kann wieder füttern. Jawohl! Die Hälfte haben wir schon. Die Hälfte haben wir schon. Ich würde sagen, sobald er gezähmt ist, versuche ich mich so irgendwie so zu fadinisieren. Ach, scheiße, dann kommt ja wieder diese blöde Einblendung mit Namen geben und so. Hm. Der hat übrigens auch kein Geschlecht. Die Fledermaus. Warum haben die alle kein Geschlecht? Was ist denn da los? Sind die alle nicht entschlossen oder was? Wissen die alle nicht, zu welchem Geschlecht sie gehören? Das ist doch alles irgendwie komisch. Ist voll genderneutral hier alles. Ah, ich kann wieder. Kann füttern. Ja, nice. Hoffentlich reicht das Prime Meat, ey. Sonst muss ich zurück zum Vogel und normales Fleisch holen. Ich weiß, ich könnte normalerweise auch diesen Level 49er oder den Level 80er, der, was das da ist, da könnte ich auch zähmen und dann würde ich auch mehr Level bekommen obendrauf. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich möchte den innerhalb einer Folge gezähmt kriegen. Deshalb nehme ich jetzt den, der einen möglichst niedrigen Level hat. Ich weiß, dass es bei richtigen Ark-Profis tatsächlich so ist, die suchen sich das Tier mit dem höchsten Level raus und zähmen das dann. Weil dann, je höher der Level des Tieres ist, desto mehr Level kriegt das Tier obendrauf. Oh, ich kann wieder füttern. Und das ist natürlich dann umso lohnenswerter, aber braucht natürlich extrem viel Zeit. Und diese Zeit habe ich im Let's Play leider nicht. Ich muss das halt versuchen, möglichst innerhalb von einer Folge zu schaffen. Oh Gott, ich muss gucken. Ich muss aufpassen, dass ich nicht jetzt wegen dem, ich mach mal lieber gleich nochmal. Ach wie, ich kann das nicht usen. Wieso kann ich das jetzt nicht usen? Weil es nicht abgelaufen ist, ne? Scheiße. Gott, dann hoffe ich mal, dass ich das schaffe mit dem Onyx, bevor mein Insektenschutzmittel abgelaufen ist. Sonst muss ich mich nochmal zurückziehen. Und mich nochmal eincremen. Also wenn es 60 Sekunden vor Ablauf des Insektenmittels nicht gezähmt wurde, das Vieh, muss ich mich nochmal zurückziehen. Das wird wahrscheinlich echt knapp. Also, das wird richtig knapp. Nicht, dass das Vieh dann aggro wird. Weil sobald es aggro wird, ist der ganze Balken wieder weg. Ja, das ist wie bei den Affen. Sobald die jetzt hier aggro werden und irgendwas angreifen, ist die ganze Arbeit umsonst. Dann kann ich wieder von vorne anfangen. Das wäre natürlich richtig doof. Ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal. Wir liegen gut in der Zeit. Die Hälfte der Folge ist rum. Ihr habt nichts gesehen außer Fledermausärsche und Flügel. Das ist eigentlich auch gut. Hier kriegt doch noch was geboten, ja? Ah, schnell. Jetzt. Oh. Okay, einmal noch füttern, dann habe ich ihn. Dann muss ich mich nur schnell verdünnisieren, dass er nicht angegriffen wird. Die kacken sogar. Fledermaus-Kacke. Fledermaus, Scheiße. Komm schon, lass dich füttern. Wehe, ihr greift den an. Das ist einer von euch. Auch wenn er zu mir gehört, das ist einer von euch. Greift ihn bitte nicht an, ihr kleinen lieben Fledermäuse. Eine Krähe hackt doch normalerweise der anderen auch kein Auge aus. Gott, diese Geräusche. Komm schon. Oh Gott, ich hab nur noch... Jetzt!
Ja! Ah nein! Ich wusste es! Scheiße! Lauf! Nein! Ach scheiße! Warum? Nein, nicht auf meinem Vogel, nicht auf meinem Vogel. Lass meinen Vogel in Ruhe. Ha, 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 ha. Mist, ich hab's gewusst. Scheiße. Ich hätte die anderen erst töten müssen. Dreck. Okay, wartet mal, wartet mal. Solange das Insektenmittel noch wirkt, werfe ich mal einen kurzen Blick. Level 39. Level 92. Level 49. Naja, ich könnte es nochmal probieren mit dem Level 39er. Huch, wieso gucke ich jetzt durchs Fernglas? Ach, Leute, Leute, Leute. Leute, 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 das ist schon echt nicht einfach mit diesen Fledermäusen. Ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht noch einen etwas niedrigleveligeren Onyx finde. Vielleicht ein Level 1er oder so, das wäre eigentlich ganz gut. Das ist halt blöd, dass die so in der Gruppe rumhängen, irgendwie. Ach Mist, der Level 9er, das wäre jetzt zu gut gewesen. Aber ich hatte, wir halten fest, für einen kurzen Augenblick, ja, für einen ganz kurzen Augenblick, hatte ich tatsächlich eine Fledermaus gezähmt. Ich habe mir das ja fast gedacht schon, dass das so kommen muss, dass die sich direkt auf den stürzen. Auch wenn ich das eigentlich ziemlich unlogisch finde, wenn ich das mal sagen darf. Weil, ich meine, es ist ja immer noch eine Fledermaus. Es ist ja nicht so, als wenn das irgendein Fremdkörper wäre plötzlich. Aber er hat halt die Seiten gewechselt, ne? Er hat halt einfach die Seiten gewechselt. Ob ich es noch schaffen werde mit den Fledermäusen, man weiß es nicht. So, jetzt, ich schaue jetzt nochmal. Ich probiere es jetzt vielleicht doch nochmal mit dem Level 39er. Aber da habe ich nicht genug Prime Meat dafür, ne? Da muss ich erstmal Prime Meat besorgen, bevor ich das machen kann. Ach, wie man es macht, macht man es falsch. Der Para hängt im Baum fest. Wie man es macht, macht man es falsch. So, Moment. Welcher von euch ist jetzt nochmal der Richtige? Welcher ist der, den ich haben will? Moment. 49, 39, der Schwarze. Okay. Dann, muss ich die anderen töten jetzt erstmal. Ah. Ja, komm mal mit, genau. Komm mal gleich mit. Mach dich platt. Ah nein, jetzt kommen alle. Scheiße. Jetzt kommen natürlich wieder alle. Warum auch nicht? Ja? Ihr kleinen Schweinchen. Ach, ich hasse euch. Ich hasse euch jetzt schon. Jetzt sehe ich wieder nicht, welcher welcher ist. Werde ich wahrscheinlich wieder den Falschen töten. Verdammt. Fliegt doch auch mal auseinander, ey. Ihr fliegt alle, ihr fliegt wie so, keine Ahnung. Wie bei einer schlechten Flugshow, ey, fliegt ihr. Ganz ehrlich. Ich muss die mal irgendwie auf was anderes Akro machen. Vielleicht hier auf den Para. Gucken wir mal, ob sie sich ablenken lassen. Nee, okay, jetzt hängen sie da hinten wieder nur rum. Ich müsste sie abschießen können. Ich muss doch einen von euch nur Akro machen können irgendwie. Wartet mal, wir probieren jetzt mal was. Ich schieße jetzt mal auf die. Dann sollen wir gucken, dass ich auf dem Richtigen schieße. Du bist der Hochlevelige. Dich muss ich loswerden. Also muss ich auf den da hinten schießen. Scheiße, das hätte ich mal vorher machen sollen. So ein Mist. Das treffe ich natürlich wieder nicht. Ja, okay, jetzt hat... Nein, jetzt kommen wieder alle. Verdammt. Schnell weg. Nein, schnell. Fliegt doch los. Gottes Willen. Hat er wieder bei E, hat er wieder nicht reagiert hier. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Da drückst du einmal E und er reagiert nicht. Ich mach das jetzt so lange, bis da einer übrig bleibt. Aber es wird wahrscheinlich eh der Hochlevelige sein, der übrig bleibt. Den ich wieder nicht gebrauchen kann, weil es wieder viel zu lange dauert, den zu zähmen. Wartet mal, ich muss eigentlich den nehmen, der Pfeile im Flügel drin stecken hat. Mann, Kacke! Jetzt fliegen sie wieder alle so dicht beieinander hier. Jetzt sieht man wieder nichts. Ich hasse euch. Jawohl. Jetzt habe ich sie alle getötet. Okay, scheiße, egal. Hier war ja noch einer, ne? Der hat doch hier irgendwie im Felsen festgehangen.
Da hinten, ja. Kann ich überhaupt an den rankommen? Ich will jetzt auch nicht mein Insektenmittel gerade dafür opfern, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal. Kommt der überhaupt da weg? Ist die andere Frage. Das kann ich ja mal probieren, indem ich nah ranfliege. Guck mal, ich glaube, der kommt da gar nicht weg, kann das sein? Der ist so ein bisschen festgebackt da an der Stelle. Hallo, du Flattermann. Lol, wie da einfach nur dieser Flügel rausguckt. Warte mal. Kannst du mich verletzen? Eigentlich? Nee, kannst du irgendwie nicht. Kommst da gar nicht weg, kann das sein? Du bist einfach nur ein Flügel, der aus dem Felsen rausguckt. Komme aber leider auch nicht nah genug ran, um ihn füttern zu können. Oder ist der einfach nur in der Höhle drin? Ah ne, wartet mal. Da stand glaube ich gerade was. Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Moment. Ja, da steht was. Slot to feed. Okay, Moment. Ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich das... der Ultra-Cheat schlechthin ist, aber diese Gelegenheit kann und will ich mir nicht entgehen lassen. Ich muss nur im richtigen Moment drücken. Komm! Das ist wie beim Kacken. Ich muss im richtigen Moment drücken. Verdammt! Ich muss doch gehen, ja mal. Ich weiß genau, dass das geht. Ich halte einfach mal gedrückt. Geh gedrückt halten, bringt gar nichts. Scheiße. Es geht zu schnell. Ich müsste noch einen Ticken näher rankommen. Oder es geht durch die Wand nicht. Das kann natürlich auch sein. Einfach spammen, einfach spammen, einfach spammen, einfach spammen. Hä? Hat er gerade Schaden gekriegt? Also von mir nicht. Oder muss ich mich mit dem Insektenmittel einreiben? Dass das klappt. Weil eigentlich normalerweise hätte ich ihn doch jetzt schon längst gefüttert haben müssen einmal. Das ist ja unglaublich. Komme ich vielleicht aus irgendeinem anderen Winkel ein bisschen besser an ihn ran? Mach das nicht zu Hause nach, Kinder, kann ich dann nur sagen. Ey. Das kann es doch nicht sein, wirklich. Ich probiere das jetzt nochmal mit Insektenmittel. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder wegfliegen, dass er seine Akro verliert, wenn er auf mich überhaupt Akro ist. Das ist ja die nächste Frage noch. Vielleicht ist er ja gar nicht auf mich Akro. Kann ja sein. Aber wie ist er da reingeraten, frage ich mich irgendwie auch, ne? So. Jetzt müsste er eigentlich seine Akro verloren haben. Die interessantere Frage ist ja eigentlich auch, wie kriege ich den da wieder raus, wenn er gezähmt ist? Das ist ja dann das nächste Ding. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Ich setze aber den Vogel mal hier ab. Damit er jetzt nicht auf den Vogel aggro wird. Das Schlimme ist jetzt... ich muss gucken, dass ich nicht zu nah rankomme. Ja, scheiße, das ist jetzt wieder das nächste Ding. Ah, Moment, da hat es gerade kurz funktioniert. Jetzt... mach halt. Da irgendwo. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, der ist so krass verbuggt, dass das nicht geht. Man würde ihn ja, glaube ich, auch nie da wieder rauskriegen. Aber das ist doch witzig. Da haben wir in der Folge eigentlich nochmal ein lustiges Highlight gehabt. Und ich habe wieder mal Insektenmittel verschwendet für nichts. Wir haben ungefähr für... 5 Sekunden oder so ein Onyx gezähmt. Das ist auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Aber man kann halt auch nicht immer gewinnen. Und irgendwie war es mir ja schon klar, dass das schief geht. Dass das nichts werden kann, wenn die so dicht nebeneinander fliegen. Kann ich jetzt noch mit diesem stinkenden Insektenmittel noch irgendwas Sinnvolles anfangen? Ich glaube nicht, oder? Ich könnte noch mal kurz in die Höhle reingucken. Da sind ja eh nur Insekten. Wenn da überhaupt welche drin sind.
Mal kurz einen Blick reinwerfen. Wo ich jetzt eh schon geschützt bin. Hier, guckt mal. Oh, freeze. Was ist denn hier? Komisch. Loch in der Höhle. Ein Höhlenloch, ein sogenanntes. Ich habe ja jetzt auch den passenden Hut auf. Für solche Abenteuer. Oh, was blendet mich denn da so ganz, ganz schlimm, was da mir im Gesicht rumflimmert. Oh, oh. Ja, das ist jetzt ja hier aber definitiv ein Grafikfehler. Das kann ja wohl nicht stimmen hier. Wartet mal, kann ich die mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Schade. Es wäre jetzt zu gut gewesen, wenn ich die noch hätte mitnehmen können. Die Kristalle da. So, jetzt gucken wir mal. Hier sind ja auch normalerweise Fledermäuse in der Höhle. Also auf natürliche Weise. Und Spinnen auch. You are overheating. Naja. Ach, guck mal, was liegt denn da? Liegt da was? Nee, das ist nur Licht. Die Höhle ist leer. Hier ist gar nichts. Ist ja mal ein Rohrkrepierer jetzt hier. Guckt mal, da hinten ist auch nichts. Jo, hier ist auch nichts. Klasse. Oh, ich glaube, das ist dieses... Ja, guckt mal, das ist dieses Mückentötolin, was irgendwie mir im Gesicht rumblitzt. Ganz klasse, ey. Schnell wieder raus hier. Schnell wieder raus. Mein Kopf flimmert. Mir ist ein Licht aufgegangen, daran liegt es. Schnell wieder raus. Ja, da würde ich sagen, habe ich doch auch mal wieder einen Zuschauerwunsch erfüllt. Ihr wolltet ja, dass ich eine Höhlentour mache. Nee, wir machen irgendwann auch nochmal eine richtige Höhlentour. Ich weiß nicht, warum jetzt hier drin absolut gar nichts los ist. Kann ich jetzt gerade nicht beantworten, die Frage. Wundert mich jetzt selbst. Ich verstehe auch nicht, warum hier jetzt plötzlich keine Fledermäuse mehr rumfliegen. Das ist voll lange her, dass ich die das letzte Mal getötet habe. Und da waren die ja in rauen Mengen hier gespawnt. Aber irgendwie, jetzt ist nur diese eine da, die sich da so verbuggt hat an der Stelle. Hm. Und die anderen, die ich da getötet habe halt. Ich kann ja nochmal gucken, vielleicht ist ja noch irgendwo eine. Vielleicht hat sich ja noch eine irgendwo versteckt. Nee, es sieht schlecht aus, glaube ich. Es sieht leider schlecht aus. Ich sehe keine weitere. Na gut, dann würde ich sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Das mit den Fledermäusen ist irgendwie ein ganz schöner Rohrkrepierer, muss ich sagen. Also, ich habe es jetzt leider nicht gepackt. Aber ich glaube, das war jetzt auch so mehr oder weniger die letzte Halloween-Folge, also die jetzt hier in diesem Halloween-Setting stattfindet. Heute Abend, also an dem Tag, an dem ich das aufnehme, soll ja das neue Update kommen mit den Giganotosaurus, und den werden wir dann auf jeden Fall versuchen im nächsten kommenden Livestream, also im kommenden Dienstag, weiß jetzt gerade nicht, welches Datum das ist. Also heute ist ja Mittwoch, der 4. November, das heißt dann am nächsten Dienstag. Werden wir dann versuchen, diesen Giganotosaurus mal zu zähmen im Livestream. Wenn das so einfach ist. Wenn man sich damit vielleicht nicht unbedingt mit Insektenmittel einreiben muss oder so. Ja, da können wir das durchaus mal versuchen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.